So, meine Lieben, es ist Freitagnachmittag. Unser Hoch- und Tiefbau-Fachmann ist gerade mal vorbeigekommen. Und die beiden sind hier die ganze Zeit am Einpacken. Einbadstücke. Die werden dann morgen im Tempel, werden die dann geschmissen. Bonbons sind auch schon dabei. Das war diese Riesenkiste hier. Da war wohl alles drin. Und so geht der Tag rum, weil die beiden das alles einpacken müssen. Hier könnt ihr sehen, das sind so fertig vorgefertigte Teile. Gummis dabei. Ja, viel Spaß. Ja, wie gesagt, ich habe mir erstmal ein Bierchen geholt. Habe heute einen Hackbraten gemacht, den werde ich gleich testen. Ja, die sind wieder so laut. Den Hackbraten habe ich in der Brotbackmaschine gemacht, das heißt in einer Auflaufform. Die habe ich da reingestellt und habe halt die Hitze genutzt, weil wir noch keinen Backofen haben. Ja, ich sage euch mal Prost. Das ist das Landleben. Ich habe gesagt, ich fahre morgen nur in den Tempel, wenn er heute etwas in Auftrag gibt, dass wenigstens etwas gemacht wird. Die Tür durch die Feuchtigkeit hat die auch zwei Stellen, wo sie ein bisschen schabt. Da muss nachgestellt oder nachgeschliffen werden. Naja, bei Holz ist das so. Ich kenne das von meinem Haus in Obergarzem. Die Holztür, da muss da auch noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden. Ja, und ansonsten genießen wir den Tag, genießen wir das Dorfleben, das Landleben. Es ist schön ruhig hier. In diesem Sinne, das kommt jetzt morgen in dem Video als Einleitung, das Ganze hier. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis morgen. So, wir sind hier. Ah, da vorne wird getanzt, da gehe ich gleich mal gucken. Ich reg mich sowieso schon wieder auf. Nampan muss mal wieder am ersten Stand, ich sag schon, fressen, ja. Man kann ja nicht warten. Ja. Dann schauen wir mal hier. Ja, ich guck mal, ob ich von vorne filmen kann. Ja, und natürlich die großen Autos zum Musik machen. Ein Festzelt aufgebaut. Ich dachte, das ist alles im Tempel und alles. Die Mönche haben schon Daumen hoch gezeigt. Ja. Ja, das ist mein Lieblingslied. Ja, ihr merkt an der Kamera, an dem Wackeln bei dem Lied, kann ich nicht stillhalten. Ja, und das ist das Teil, wo der ganze Krach herkommt. Und immer wieder die Leute ganz freundlich. Sie winken, dass sie gefilmt werden. Ja, meine Lieben, und hier ist der erste Mähdrescher zugange. Ich glaube, hier hat der Wind gut reingeschlagen.
da liegt alles. Ja, das sind Lohnarbeiter, die haben die Maschine, die haben das Personal und die werden dann, was weiß ich, nach Quadratmeter oder Reihe oder was, sie bezahlt werden oder nach Stunden. Ja, da stehen zwei, die das Ganze genau beäugen. Ja, hier wird wieder lecker gekocht, da hinten wird das Geschirr gespült und hier vorne, wo die alle stehen, habe ich mich gerade bedienen dürfen. Das Essen wird kostenlos ausgegeben, vielleicht kann man irgendwo eine Spende abgeben, muss ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe zuerst mal Pumpkin, also Kürbis mit Kokosmilch. Und danach Partei und noch eine scharfe Soße drüber. Das hatte mir ein bisschen trocken ausgesehen. Ja, richtig schön hier. Ich wollte jetzt erst gar nicht mit, weil es hieß Tempel. Und Tempel habe ich momentan genug. Aber Schwiegermutter und Nampan wollten auch mit und ja, mit dem Motorrad geht das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre. Ach, was macht? Ja. Bin ja immer sehr konsequent. Ich sage zuerst nee und dann doch. Ja, da vorne passiert wieder was. Da schauen wir mal. Da werden die Bananen aufgeladen. Und hier irgendwelche Präsente für den Tempel. Ah, Kleidung für die Mönche. Da ist Styropor. Und darauf haben sie dann alles, die Blumen drapiert. Und darauf kommt dann das Geschenk. Ja, und hier haben wir Kokosnüsse und Bananen. Frisch vom Baum. Die Bananen werden hier innerhalb Besen. Ich glaube, das sind die ganzen Geschenke, die hier mitgebracht wurden. Und ganz üblich in Thailand. Ein Schirm, geschmückt und dann ganz viele 100 Bahtscheine, 1000 Bahtscheine. Ja, doch, sie laden hier alles auf. Ich mach mal ein bisschen weiter weg, damit man besser sehen kann. Noch Besen und Tücher, Matten. Ja. Ja, und hier sind die anderen am Essen. Schwiegermutter lächelt dann immer und mein Mann, der hat es nicht so, wenn ich ihn filme. Dann guckt er immer so ein bisschen. Wo Toni jetzt ist, weiß ich nicht. Toni ist jetzt einen Monat hier in seiner Heimat, weil es steht die Reisernte an und er hat wohl einiges an Reisfeldern. Da muss er hier sein. Nampan hat vorhin geheult, jetzt geht es ihr auch wieder besser, sie hat was gegessen. Ja, hier ist noch ein Strauch mit Geld. Noch einer. Viele haben auch in den Geschäften, das hatte ich in Deutschland gesehen, sowas stehen und die Kunden machen dann immer irgendwie Geldscheine dran. So, jetzt gehen wir in den Tempel. Und Nampan lächelt für die Kamera. Ja, jetzt wird sich aufgestellt und dann geht das nachher wieder los. Dann wird getanzt. Ich zeige euch weiter. So, die Prozession geht los. Und die Ersten können schon nicht mehr stillhalten.
kommt auch Toni und mein Mann sehe ich wieder nicht. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ein anderes Oberteil angezogen, kein T-Shirt. Aber okay. Da kommt Schwiegermutter am Pann, mein Mann. Da kommen sie alle. Ja, und jetzt werden die Geldstücke geschmissen. Und ja, dann springen sie alle. Bonbons, Geldstücke. Da sind die ganzen Gaben für die Mönche drin. Die nicht so gut laufen können. Ja, sobald Geld fliegt, meine Lieben, da hinten hängt eine Satellitenschüssel. So leben hier viele Leute. Ja, hier vorne ist der Eingang zum Tempel. Ich wollte jetzt eigentlich mit der Drohne mal filmen, aber es ist mir ehrlich gesagt etwas zu windig. Traditioneller Tracht. Sie freuen sich, dass sie gefilmt werden. Schön. Ja, das ist der Eingang zu diesem Tempel. Hier am Anfang haben wir dann die Gräber. Was ist hier tot? Vorhin hat der Ton leider nichts aufgenommen. Ja, es gibt immer irgendwas. Ich gehe mal da nach hier. Da könnt ihr alles sehen. Da drin ist der Tempel.
Und hier wird schon wieder Essen aufgebaut. Ja. So sieht das aus, wenn man viel gearbeitet hat. Ich gehe mal hier rüber, da könnt ihr noch mal gucken. Da werden die ganzen Opfergaben dahin hingelegt. Und hier schlägt jemand. Das ist durch. Ich denke mal, das war's. Ich hol sie wieder runter. Ja, meine Lieben, wie immer, abonniert den Kanal. Wer möchte, kann Kanalmitglied werden. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.